Da 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 da. In der Geschichte der deutschen FIFA-Szene gab es schon viele Turniere. Turniere, bei denen YouTuber ihr Können unter Beweis stellten. Manche davon konnten dem Druck standhalten und nutzten ihre Chance für den großen Sprung. Manch anderer ging unter diesem Druck verloren und verschwand komplett von der Bildfläche. Finie ist hier. Die wahre Macht eines guten Spielers zeigt sich, wenn er mit dem Rücken zur Wand steht. Tage und Wochen lang wurde für diesen Moment trainiert, der entscheidet, ob du drin bleibst oder rausfliegst. Und wofür das Ganze? Damit man das Unmögliche möglich macht. Moin Moin! Sie kennen mich vielleicht schon aus Filmen wie... Ich werde dir jetzt was sagen, was du schon längst weißt. Ich gehe jetzt duschen! Die schreiben es nur, damit du dir jetzt vorstellst, oh, die ist gleich nackt, ich schwöre, das ist so. Oder eventuell manche auch aus... Lass dir von niemandem je einreden, dass du was nicht kannst. Hä, bist du dumm, du Scheißknecht? Wenn du einen Traum hast, musst du ihn beschützen. Nein, nein. Ich weiß, wie alt Bäume werden. Manche bestimmt auch aus... Rakete! Macht Platz, ihr Kinder! Aber auch in Serien war ich schon tätig. Was ist los, Frischling? Mann, nerv mich nicht. Sieht aus, als würdest du nicht viele Freunde haben. Und ihr habt nichts Besseres zu tun. Ich rufe die Scheißpolizei, ich zeig denen... Eure Scheißfratze, das ihr hier gemacht habt, mit Uhrzeit, ich kann es dokumentieren und dann habt ihr ein richtiges Problem. Aber ich hatte einfach mal Lust auf was Neues und hab einfach mal mit YouTube angefangen. Aber natürlich das Ganze nicht ohne Plan. Jemand, der ganze Bücher geschrieben hat, macht doch nichts ohne Plan. Also bin ich hergegangen und hab mir einfach verschiedene Strategien überlegt. Zum einen hätten wir da den Niklas Wilson Sommer. Der Willy Wonka, wie er in Fachkreisen auch genannt wird, ist an sich ganz einfach. Ihr schreibt dem guten Mann einfach über Insta-DM eine Frage und wenn er nach 5 Minuten noch nicht antwortet, spammt ihn einfach komplett zu und zwar so lange, bis er es endlich liest. Und damit sind wir auch schon fertig. Hier habt ihr auch schon eure Antwort. Kleiner, langer Scheißhals, du bist ein Bastard. Ich scheiß dir in deinen verfickten Hals und stramm dir 30 Zentimeter in der Fresse, du Wichser. Eine andere Taktik, die auch sehr sagenumwogen ist, ist der No-Hand-Gaming. Ähnlich wie bei der Methode davor, slidet ihr einfach in die DMs einer beliebigen Person, die Leroy Ben Holger Paul heißt und dreht ihr den Spieß einfach um. Das bringt euch zwar nicht wirklich weiter, fühlt sich aber verdammt gut an. Nun kommen wir aber zur Königsdisziplin. Mein Meisterwerk. Der Eli Geller ist wirklich ein sehr komplizierter und zeitaufwendiger Trick, den wirklich nicht jeder beherrscht. Man nehme dafür einfach einen beliebigen YouTuber, der circa zur gleichen Zeit wie du mit YouTube startet und in dem du Potenzial siehst. Einfach so einen, der noch so richtig grün hinter den Ohren ist und noch nicht richtig weiß, wie er seine Haare frisieren soll. Es soll jetzt natürlich auch nicht so schlecht in FIFA sein. Wie viele Spiele gibt es in der Weekend League? Eli sich aus wie ein Vollidiot. Sag. 30. Okay. Wie viele davon hast du gewonnen? 27. Den beobachtest du für eine Zeit lang und erklärst ihn dann für geeignet oder nicht. Wenn er für dich passend ist, verfolgst du ihn einfach weiter und versuchst ihn zu supporten, damit er weiter vorankommt. Du gehst am besten sogar so weit, dass du ihm direkt deine Hilfe anbietest, um ihm dabei zu helfen. Naja gut, das hat er abgelehnt. Ist aber auch nicht so wichtig. Niemand braucht dich, du Opfer. Naja, auf jeden Fall geht der Kollege dann voll durch die Decke. Natürlich alles dank deiner Hilfe. Er sucht sich auch noch zwei Kollegen raus, die seiner Raffinesse und Geschicklichkeit ebenbürtig sind. Und daraufhin führt er sein eigenes FIFA-Turnier ein, bei dem er die ganze YouTube-Szene einmal einlädt. Außer dich natürlich, du Opfer. Das Turnier geht natürlich auch komplett durch die Decke und du träumst davon, auch irgendwann einmal teilnehmen zu können und überlegst schon, gegen welchen Spieler du safe gewinnen würdest. Seid ehrlich, Jungs, das habt ihr alle schon mal gemacht. Auf jeden Fall entscheidest du dich dazu, ein Video zu machen, das du meine Eli Geller Cup-Bewerbung nennst, um irgendwie die Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen. Das klappt dann auch im besten Fall sehr gut und der YouTuber erkennt dein Riesenpotenzial als FIFA-Spieler. Woraufhin du eine Einladung zu dem oben genannten FIFA-Turnier bekommst, wo du natürlich mit einem Anzug antreten wirst. Weil sind wir mal ehrlich, Anzüge sind einfach geil. Dann kommen wir zum unschönen Teil, bei dem du mit 0 Punkten aus dem Turnier ausscheidest, aber dafür endlich ein angesehener junger Mann bist. It's hard to yearn forever blue.
Moin. Wenn also jemand gebraucht wird, der auf YouTube alles kippt und in FIFA 21 erst 3 Controller kaputt gemacht hat, dann bin ich dein Mann. Wenn jemand gebraucht wird, der auch in der 90. Minute noch querlegt, dann bin ich dein Mann. Wenn also jemand gebraucht wird, der sein eigenes Nichts können und die Ace Dreckspiel miteinander vereinen soll, dann bin ich dein Mann. Ich bin ein Junge mit einem Traum. Ich habe vieles in meinem Leben erreicht. Vieles erlebt. Man ist immer positiv, auch nicht immer negativ. Aber jetzt kann ich alles heute unten geschehen machen. Ja, und was hast du dann so letzte WL geholt? Bro, du weißt doch, ich habe letzte WM mit Absicht bei Gold 3 aufgehört. Das soll es dann auch schon wieder von diesem Video gewesen sein. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat es gefallen. Falls ja, lasst doch gerne ein Like und ein Abo, da mich würde es wirklich mega freuen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut rein, Leute, bis dahin. Ciao.